Rausgeputzt haben sich hier heute alle, denn Abendgarderobe ist Pflicht beim Presseball. Zum zweiten Mal findet er im Sommer statt im Hotel Grand Elysée. Tolle Leute, die sind heute alle hier und dann natürlich gute Gespräche, schönes, leckeres Essen und dann geht's auf die Tanzfläche. Aber der Reihe nach. Zunächst einer der Höhepunkte des Abends, die Verleihung des Erich-Klabunde-Preises für sozial engagierten Journalismus. Er geht in diesem Jahr an die NDR-Autorin Sophia Münder-Führing für ihre Dokumentation über die Rückgabe von NS-Raubkunst. Vielen herzlichen Dank. Es ist meine erste Dokumentation gewesen und dann so ein Preis, freue mich riesig. Ganz, ganz vielen Dank. Mehr als 400 Gäste aus Medien, Politik, Kultur und Wirtschaft folgten der Einladung zum Presseball. Ganz unbeschwert ist der Abend aber nicht. Gesprächsthema auch die Herausforderungen für den Medienstandort Hamburg. Viele Verlagshäuser und Redaktionen im Umbruch. Naja, es ist natürlich katastrophal. Ich meine, Gruner und Jahr, Bild. Mir fehlen da auch langsam die Ideen und die Maßnahmen, wie man darauf reagieren kann und soll. Zugleich wissen wir aber in solchen Zeiten, dass es ein starkes Bedürfnis, geradezu eine Sehnsucht gibt von Menschen, wahre und verlässliche Informationen zu bekommen. Und das ist ein gewisses Spannungsfeld, in dem wir uns derzeit bewegen. Ich hoffe, dass der Medienstandort Hamburg stark bleibt. Wir sind ein wirklich starker Medienstandort. Und solche Bälle tragen vielleicht dazu bei, dass uns das bewusst wird und dass man auch die Zuversicht und die Kraft tankt, um dann diese Themen anzugehen, die vor uns liegen. Nicht nur über dieses Thema tauschen sich die Gäste aus. Es geht natürlich ganz viel tatsächlich auch um Politik, logischerweise auch ganz viel um HSV und St. Pauli und auch um öffentlich-rechtliche Sender beispielsweise. Also das sind die Hauptstoßrichtungen des heutigen Abends und ich muss sagen, alle extrem interessant und alles Felder, bei denen man, glaube ich, in Zukunft unheimlich viel nach vorne bringen kann. Nach Gala-Buffet und Tombola heißt es dann endlich rauf auf die Tanzfläche. Eröffnet wurde sie von den Debütanten der Tanzschule Schrittmacher. Und dem Bürgermeister. Bis in die Nacht wurde dann getanzt beim 73. Hamburger Presseball.